Die Drehscheibe auf der Republika 2018. Wir wollten mal wissen, ob die Leute, die hierher kommen, eigentlich Lokalzeitungen lesen. Liest du eine Lokalzeitung? Ja, online. Welche denn? Ja, Hannoversche Allgemeine, bei uns die größte Tageszeitung. Und könntest du dir auch vorstellen, die mal im Print zu kaufen? Schwierig. Also das Problem bei so Printmedien, tagesaktuellen Printmedien, ist ja im Prinzip, dass sich online ja alles schon überholt hat. Also wenn, dann würde man es ja irgendwie kaufen für ein Feuilleton oder für größere Einordnung von politischen Gemengelagen oder so. Und da würde ich dann aber eher nicht meine lokale Tageszeitung kaufen, sondern eine von den Big Shots eher so. Die Notz, die neue Osnabrücker Zeitung, auch wenn sie nicht lokal sein will, aber sie ist es noch. Und ich die Braunschweiger Zeitung. Und ihr seid zufrieden damit? Ja, doch. Ich bin doch im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es könnte noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle auch politischer sein, nicht nur über, ich sag mal, im Lokalteil über Kaninchenzüchtervereine und kleinere Aktivitäten berichtet werden, aber an sich bin ich ganz zufrieden sonst. Ja, ähnlich. Also tatsächlich interessiert mich der überregionale Teil auch überhaupt nicht. Den hole ich mir eben aus der digitalen Welt. Aber so die Berichterstattung über das Regionale und da dann gerne auch politischer ist auch das, wofür ich die Regionalzeitung habe, ja. Liest du eine Lokalzeitung? Jo. Die LVZ ist die Leipziger Volkszeitung. Genau, die haben wir im Büro aus, liegen tatsächlich im Print an, aber würde ich mir jetzt so nicht kaufen. Dann ist halt nur, weil das Angebot da ist. Dann Was müsste passieren, dass du dir eine kaufst? Ich denke, das kommt nicht vor. Auch nicht als App? Nee, also online die Free-Version dann, aber ansonsten nicht, nee. Also wir sind aus Österreich, aber ich lese den Standard. Ja, Standard und manchmal Kurier. Und seid ihr damit zufrieden? Ja, also mehr zufrieden als mit anderen Lokalzeitungen, auf jeden Fall. Was würdet ihr euch noch wünschen? Was könnte besser sein? Ich weiß nicht wirklich. Vielleicht, dass viel eher konstruktiv aufgenommen wird und dass Zeitungen generell vielleicht nicht politisch orientiert sind, sondern meinungsneutral. Man merkt auch beim Standard teilweise, dass er, also welche politische Richtung er sich mehr bewegt und dass man das ein bisschen konstruktiver aufarbeiten könnte. Ich bin momentan eher mit meinem Handy unterwegs und so Nachrichten konsumiere ich halt eher über Apps oder über allgemein Webseiten. Wenn man diese Statements so hört, kann man schon den Eindruck gewinnen, dass viele noch gar nicht darüber informiert sind, wie vielfältig das Angebot von Lokalzeitungen ist. Es gibt in dieser Hinsicht also viel zu tun.